Der EHCB Corner wird euch präsentiert von GDEVO. Hirslanden Klinik Linden. Depont, BBC IMO und Autoverkehr. Zurück in der Kiso Arena, weil morgen geht die Hockey-Saison für den EHC Biel in der National League wieder los. Wir wollen vom Club und vom Trainer wissen, ist Biel ready für die Saison 2024-2025? Im letzten Training vor dem Saisonstart hat der EHC Biel noch mal die Chance, sich vorzubereiten. Die Spieler und der Coaching-Staff sind alle auf dem Eis und heute ist es vor allem darum gegangen, optimal für den ersten Match parat zu sein. Darum hat Martin Filander das Powerplay trainiert und sein Team vor allem 5 gegen 5 spielen. Mit dem ersten Match wird der Trainer zeigen, wo das die Mannschaft steht. Ich wollte eine Messlatte für die Saison setzen und zeigen, dass wir konkurrieren können. Es ist ein guter Test für uns, um zu sehen, wie hoch wir die Messlatte setzen müssen. Ich habe Herausforderungen gerne und ich wollte, dass wir uns voll reinlehnen können. So können wir uns selber eine Chance geben, auf dem Heim-Eis zu gewinnen. Really leaning forward into this and give ourselves a chance to win on the home ice. Im Team von Martin Filander gibt es altbekannte Gesichter, aber auch eine Handvoll neue Spieler. Das Zusammenspiel muss funktionieren. Für einen Trainer ist das aber nicht mal so eine grosse Aufgabe, weil Ich bin auch neu, also für mich sind alle neu, darum ist es für mich in Ordnung. Für die Jungs ist es ein grosser Wechsel mit der ganzen Chemie, aber die Gruppe hält gut zusammen und macht bis jetzt einen sehr guten Job. Doing a good job so far. Wie gut das Team mit dem Martin Filander diesen Job macht, das wird sich dann während der Saison zeigen. Nach der Strapaze der letzten Saison ist für den Trainer klar, es wird sicher besser als letztes Jahr. Wir starten von dort aus. Das Wichtigste für uns ist es, dass wir ein Team sind und zusammenwachsen, konsistenter werden und so irgendwie in den Playoffs landen. In the playoffs somehow. Bis zu den Playoffs ist es noch ein weiter Weg mit 52 Qualifikationsspielen. Jetzt heisst es zuerst mal mit Vollgas in die Saison starten. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Der Martin Filander ist zuversichtlich für morgen Abend. Das Team ist ready. Wie sieht es der Club, Herr Villar? Seid ihr ready? Ja, ich denke schon. Es war eine lange Pause. Wir haben viel investiert, viel gearbeitet. Und ich glaube, wir sind jetzt alle froh im Büro, dass es losgeht und dass wir dann sehen, ob alles läuft. Was braucht es, damit man überhaupt für so einen Saisonstart ready ist? Ja, es ist schon echt viel los. Viele Leute haben das Gefühl, im Sommer die Leute auf der Geschäftsstelle nichts zu tun. Es ist aber echt das Gegenteil. Es ist für uns die intensivste Zeit. Sei es im Marketing, Sponsoring, aber natürlich auch im Ticketing, bis alle Abo, alle Plätze verkauft sind. Es ist doch einiges los und von dem her sind wir jetzt froh, geht's los. Tickets sind draussen, was wird morgen Dienstagabend hier in dieser Arena erwartet? Ja, ich denke, es ist cool, dass wir jetzt wieder unsere Fans begrüßen hier und gehen davon aus, dass sehr viele Leute werden hier sein. Wir haben gute Abozahlen können realisieren und von dem her sind wir sehr positiv. Die Leute wollen etwas sehen hier, was sind das Saisonziel auf Club-Ebene? Ja, wir haben in verschiedenen Bereichen verschiedene Saisonziele. Sei es von den Zahlen her, im Marketing haben wir natürlich Budget, die wir erreichen müssen. Im Ticketing haben wir unsere Ziele, die wir Abo- und Einzelbeile verkaufen müssen. Aber auch sonst in Gastro überall haben wir natürlich Zielsetzungen. Und brauchen wir sicher am einen oder anderen Ort auch noch ein bisschen, die letzten Schippen, dass wir die auch erreichen. Aber wir sind auf gutem Weg. Wie weit muss das Team kommen? Wie sehr hängt das zusammen, dass der Club seine Ziele erreicht, aber die sportlichen Ziele auch eingehalten werden, was möglich ist? Ja, grundsätzlich budgetieren wir immer mit 2 Playoff-Spielen. Das ist in dem Sinn einigermaßen risikobefreit, sage ich mal. Aber es hilft natürlich, jeder Match, der zusätzlich stattfindet, bei der Tiso Arena, hilft im Ticketing, im Gastro überall. Ja, Biel hat sich ja auch ein bisschen etabliert, letzte Saison. Irgendwie noch in die Playoffs kommen. Das Jahr vorher wissen wir auch, es war eine traumhafte Saison. Ist auch dieses Jahr die Magie wieder da? Es ist echt schwierig, dieses Jahr eine Prognose zu machen für mich, weil wir halt schon ganz eine andere Mannschaft haben, ein neues Trainerteam haben und wir müssen jetzt sicher die ersten Matches abwarten und schauen, wo wir hier stehen. Es ist so ein im Moment recht schwierig, eine Einschätzung zu machen. Ihr habt ein 20 Millionen Budget. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das ist natürlich über all die Jahre gewachsen. Ich denke, vor allem mit dem Umzug in die Tissot Arena haben wir mal einen grossen Schritt können machen. Aber sonst, glaube ich, in den letzten Jahren, dank am sportlichen Erfolg, haben wir sehr viele neue Sponsoren, neue Donatoren können gewinnen, haben Gastronomie können zulegen. Und das alles hilft am Schluss, dass wir jetzt auf dieser Summe von 20 Millionen Umsatz sind. Biel wird immer sehr von den Fans gedreht. Was für eine Rolle spielen Sie für den Club? Ja, enorm. Wir haben es letzte Saison gesehen, wenn man schlechte Situationen hat, ein paar Spiele nacheinander verliert. Das ist eigentlich nie gepfiffen worden. Der Support war da. Super Stimmung war auch immer die ganze Saison. Das ist, glaube ich, das, was Biel ausmacht, dass wir auch gedreht werden, wenn es mal eben nicht so gut läuft. Der Zugang zum Hockey-Schauen wird noch einfacher diese Saison. Es wird auf Teledinang werden Spiele übertragen. Was heisst das für euch, für den Club? Ja, für uns ist das super, weil jede Plattform, die es gibt, die Real Sevilla kann präsentieren, hilft uns natürlich in der Vermarktung und für das Image von unserem Club. Zum Abschluss noch ein Message für die Saison. So euer Motto. Ja, das Motto ist sicher voll in die Arena. Wir hatten letztes Jahr eine super Auslastung und ich hoffe, dass wir das auch über ganz viele Leute hier begrüßen und das Hockeyfest, das wir hier doch einige Wochen werden, hoffentlich können feiern können, dass das ja, dass möglichst viele Leute teilhaben. Merci vielmals, Herr Wilar. Gleich geht's los hier in die Arena. Wenn auch ihr live dabei seid, dann macht ein E-Mail an wettbewerb@telebilang.ch mit dem Namen und Vornamen. Und dort wird schon nächsten Samstag hier beim Heimspiel gegen Aschwa dabei sein. Das war es vom EHCB Corner. Der EHCB Corner ist noch präsentiert worden von GDEVO. Hirslande Klinik Linden, Depot, BBC Imo und Autoverkehr.